Moin und willkommen zurück zu Minecraft Battle Minigame. Und wenn ihr diesen Part gerade um 6.30 Uhr oder so um den Dreh schaut, dann natürlich auch wieder einen guten Moin! Wisst Bescheid. Ich verstehe nicht, warum diese Items nicht in die Truhe gelegt werden oder zu mir gelegt werden, obwohl ich eigentlich L drücke. Ich drücke L und ich glaube, das liegt am Raum. Der läuft gerade sowieso laggy. Also ich klicke auf die Truhe, drücke L und der Inhalt wird nicht in die Truhen reingepackt. Das checke ich nicht. Na gut, jedenfalls hoffe ich, dass ihr gut geschlafen habt. Und ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob dieser Part um 6.30 Uhr kommt, weil es könnte sogar sein, dass dieser Part am Wochenende kommt. Ist möglich. Aber cool, du bist ja echt gerade ein Banause. Kann das sein? Lebst gefährlich, du Schwein. Ja, ja, schon abhauen. Ja, ja, ja. Komm, jetzt mach ich fertig. Schwein. Was für ein Banause. Der Typ lebt gefährlich. Ich sag euch das. Kämpfen oder was? Können wir gerne haben, du miese Schwein. Renn, du Sau. Ich mach sie gerade alle fertig, Alter. Ich werde euch alle fertig machen. Ich werde euch alle fertig machen. Ratatatata. Oh, der Raum leckt wie sonst was, ey. Ist zum Heulen, aber ich habe die Lag-Skills drauf. Ich kann die Gegner trotzdem klatschen, auch wenn ich lagge. Na, Team, das kannst du knicken. Scheiße. Ich hätte vielleicht doch teamen sollen, der war nett. Der war nett zu mir. Ich gebe ihm gleich eine schöne Runde Steak aus. So, hier übrigens, ne? Wie gesagt, guten Morgen, wenn ihr das hier an einem Morgen sehen solltet. Na toll. Und selbstverständlich. Ja. Ich habe ja schon mal im letzten. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe ja schon beim letzten Part thematisiert. Jungs, Mädels, ihr habt in Part 44 zwar abgestimmt wie. Ja, wie sonst was. Aber Jungs, wo sind die Daumen hoch? Scheiße, der war fuck. Da war nichts! Da war es! Nein! Lol. Ja. Wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Ne? Jungs, Mädels. Ihr habt den Part 44 abgestimmt wie Sau. Da waren es knapp 150 Leute. Stand jetzt. Also Stand 17. Januar. Da kommt bestimmt noch mal was oben drauf. So. Aber zu diesem Zeitpunkt waren es 54 Daumen hoch. Es kann doch nicht sein, dass ihr abstimmt, aber keinen Daumen gebt. Muss ich euch wieder daran erinnern, Brodingus. Danke für die Abstimmung, die ihr, an der ihr rege teilgenommen habt, ja? Vielen Dank. Aber es kann's doch nicht sein, Mensch, dass ihr die Abstimmung seht. Aber dann den Daumenbalken vergesset. Vergesset. So vergesset ihr nicht, Brodingus. Ihr habet gesündigt. Bitte lasset es sein, lol. Ja. Also, ich bitte euch, wenn euch der Part gefallen hat und sollte euch im Laufe des Parts gefallen, ne, vielleicht in diesen 4 Minuten überlegen noch einige, das ist dann so wie so ein Weinglas, ne, mit Wein drin, mit schönem Rotwein drin, überlegen auch einige, also man muss erstmal natürlich abwägen und tasten und schmecken und man braucht Zeit, um abzuwägen, ob der Part denn gut geworden ist oder vielleicht wurde er sogar unmöglich gut. Das weiß niemand. Aber ich sage euch, sollte euch der Part gefallen, innerhalb der Minutenlänge, dann lasst doch einen Daumen da. Ja. Das kann's doch nicht sein! Mensch! Ich hatte ja schon mal irgendwie, glaube ich, zu U-Zeit eine Umfrage gemacht, von wegen, habt ihr diesen Part geliked? Und ich glaube, auch das war wieder mehr Abstimmer als Daumen. Und das ist halt irgendwie voll komisch. Naja, okay.
ist schon eine komische Sache. Dass da irgendwie mehr Leute bereit sind, abzustimmen, als einen Daumen zu geben. Brudingos, jetzt thematisiere ich es schon so oft. Wisst ihr, so ein Daumen ist nicht nur Unterstützung, es ist auch gut für mein Ego. Weil wenn ich sehe, okay, es kommt bei euch gut an, bringe ich auch mehr davon. Ich sehe zwar, dass euch das gut gefällt. Also die Daumenanzahl, die ist ja schon ganz okay. Die ist ja schon ganz gut. Aber wenn ich sehe, dass da mehr möglich ist als 50 Daumen hoch, 60 Daumen hoch zum Beispiel, dann lasst uns das doch verdammt nochmal erreichen. Vielleicht machen wir sogar die 100 voll. Ja? Das wäre doch für dieses Projekt hier richtig geil, wenn da sich so 100 Leute finden, die sagen, bam, da gebe ich eins Like drauf. Nice HD. Ich muss halt irgendwie echt so doppelt und dreifach auf L drücken, damit da die Truhenhalte gezogen werden. Na gut, eine Angel. Da lässt sich auf jeden Fall schon mal viel mit machen, lol. Die haben eiskalt hier die Truhe vergessen. Sehr gut. So, dann lernen wir natürlich jetzt erstmal den krassesten Trick, den es auf der ganzen Welt gibt. Und zwar erst mit der Angel Rückstoß vollführen und dann zuhauen. Ist hier auch eine Truhe? Nein. Erstmal mit der Angel, zack, drauf. Und dann mit der Spitzhacke rasieren. Weil ich habe gehört, so kann man irgendwie eine Combo machen oder so. Also, ich bin da jetzt nicht so geil drauf, aber... Wenn ich es schaffe, wäre es natürlich richtig geil. Na gut, was ist noch so das Ding? Was ist noch so das Thema? Ich wollte etwas in diesem Part thematisieren, aber da ich jetzt gerade noch am Leben bin, würde ich sagen, lassen wir diese Diskussion erstmal auf sich beruhen. Oh mein Gott. Nein, Bruders! Mit ihm wollten wir jetzt nicht teamen, kann das sein? Bato Brudes! Ne, du bist nicht Bato Brudes, du bist ein Japano Brudes. Ein Japano Brudes! Ja! Er ist es! Wurde er getötet? Nein, er lebt noch. So muss es sein. Besser für euch. Lasst meine Tots Brudes in Ruhe, ja. Komm heran, hier kommt die Tot-Armee, um dich zu schlachten, du Sau. Warum hast du dein eigenes Spiel bekommen und wir nicht? Warum? Das ist nicht fair. Immer nur als Charakter in Mario Kart. Und du kriegst ein eigenes Scheißspiel? Dein Ernst? Jetzt wirst du rasiert. Bam. Cool. Hey! Geht es noch bei dir? Danke, Bruders. Hier ein Heilungstrank für dich, ja? Ja. Moin. Okay. Warten wir auf dieses Thema bitte bis ich gestorben bin oder so, weil... Okay. Wir sind die Tot-Armee und wir machen alle fertig. Ich glaube, das wird das Thumbnail. Passt auf. Wir sind die Tochi-Gang. Tochi, 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 Tochi-Gang. Tochi-Gang, Tochi-Gang. Ja. Und als Tot-Armee machen wir natürlich die Gegner fertig. LOL. Ja.
So ungefähr. Gut. Wisst ihr, ich würde euch ja ganz gern von diesem Thema berichten, aber das kann ich euch erst. Ich kann euch erst davon berichten, wenn ich die Hand frei habe. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich müsste dafür quasi hier ins Menü gehen und so, und das geht jetzt gerade nicht. Wisst Bescheid. So. Okay, wir wollen irgendwie hochschießen oder so. Wer war das? Warst du es, du Sau? Hey, du Schwein! Ist aber gar nicht cool. Weg mir, du Schwein. Ich mach dich fertig. Erstmal was essen. Dann geht's weiter. Wer war das? Bist du das? Ich hoffe, das war nicht extra von dir, du Sau. Sonst bist du der Nächste. Nein, Tizian, Bruders! Oh mein Gott, dieser Loot. Dieser Loot. Ach du Scheiße, ist der hart. Heilige Scheiße. Ist der richtig gut dabei. Ich werde den Sieg für euch holen, ihr Schweine. Okay, let's go. So, die Frage, wo sind die anderen beiden? In der Mitte? Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Ich hole erstmal ein normales Schwert, um ihm zu zeigen, komm, lass uns kämpfen. Wir duellieren uns jetzt. Ja. Vorbei, die Freundschaft. Du Sau! Du miese Schwein, ich bin fertig! Okay, bye. Komm, lass uns aber trotzdem duellieren. Einer von uns beiden muss jetzt gewinnen. Komm. Komm, Junge. Komm, Junge! Wollen wir uns jetzt weiter in die Luft jagen? So wie Dschihadisten. Dankeschön. Vielen Dank. Gib mir das TNT. Gib's mir! Wie, da kommst du über denn jetzt? Hallo? Was geht's? Hey, das ist zu nah. Hallo? Dankeschön. Geht doch. Wo ist das TNT? Ist verschwunden? Komisch. Ist das dein Ernst jetzt, Mann? Junge! So, komm, wir schlachten uns nun. Ah, guck mal, TNT, perfekt. Okay. Und bye, Bruts. Ich habe noch ein Leben übrig. Ach was. Wir müssen die Runde ja irgendwie vorbeikriegen. Wo ist das TNT? Hallo?
Dankeschön. Boom! Wir müssen die Runde ja mal vorbeikriegen. Okay, so, jetzt haben wir endlich mal genug Zeit, damit wir über ein Thema reden können. Let's go. Und zwar, ich habe einen Faker. So, das glaubt mir jetzt keiner, aber der ist sogar auf meiner Freundesliste drauf. Ich wollte nämlich gerade eben halt Minecraft aufnehmen. Und, warte mal kurz, oder war das ein Anzeigefehler? Was hat er vor einer Stunde gespielt? War er das vielleicht? Weil er war vor einer Stunde online, aber das macht keinen Sinn, weil ich weiß nicht. Es gibt hier jemanden, der hat das gleiche Profilbild wie ich. Den gleichen Namen wie ich gehabt und hat irgendwie Minecraft gespielt. Das kann natürlich auch ein Anzeigefehler gewesen sein, aber wenn ich mal davon ausgehe, so, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand ist mit einem gelben Profilbild oder mit einem gelben Hintergrund und einem Bowser-Profilbild, der vor knapp einer Stunde online war? Gut, es könnte auch Zocker gewesen sein, ne? Das war der! Ey, das war hundertprozentig der! Doch! 100 Pro! Der hat sich umbenannt. Der hieß gerade eben nämlich noch Random Kai. Also genauso wie ich. RNDM, Stern Kai. Also wenn das ein Anzeigefehler gewesen ist, dann ist das sehr komisch. Aber ich sag mal so, ich bin halt in Minecraft reingegangen, hab auf Battle Minigame geklickt und rechts stand halt Freunde. So, dem man beitreten konnte. Und da stand da wirklich Random Kai. So, und ich kam ja nicht selber nachjoinen. Also, das muss ein Faker gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also, entweder war das dieser Zocker oder keine Ahnung. Das macht alles andere macht keinen Sinn. Weil, wie gesagt, gelbes Hintergrund und Bowser-Profilbild. Alles andere, also, das ist ja mein Markenzeichen, sage ich jetzt mal. So, das ist mein Profilbild seit der ersten Switch-Stunde. So habe ich meine Wii U damals eingerichtet. Meine Switch. Entschuldigung. Was für ein Malheur dazu, Wii U zu sagen, lol. Ja, aber das war halt so das Ding. So habe ich halt meine Switch vor dem Jahr eingerichtet gehabt. Und ich kann mir nicht erklären und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Anzeigefehler von Nintendo war. Oder habt ihr sowas auch schon mal erlebt gehabt? Also Zocker, wenn du da wirklich meintest, es wäre cool, Namen zu faken. Nein, das ist nicht. Und ich sag dir, wenn es kein Anzeigefehler war, ich gebe dir nur eine Chance. Und wenn das nochmal passiert, mein Freund, ja, dich als jemand anderer auszugeben, du bist ein Betrüger. Das ist Betrugtendo, das bringe ich zur Anzeige, lol. Da wirst du aus der Liste fliegen. Ist nicht böse gemeint, aber wie gesagt, ja, meine Freundesliste soll für Individualität und, ja, Kreativität stehen und nicht für, ich kopiere irgendeinen Namen und das ist cool. Ist überhaupt nicht cool. Und das geht nicht nur an ihn, das geht an alle, die meinen Namen und so faken. Also, wenn ihr ein Bowser-Profilbild und einen gelben Hintergrund habt, okay, da will ich ja jetzt nichts sagen, aber wenn ihr euch dann noch Random Kai nennt, dann ist es schon ein großer Zufall, dass ihr Kai heißt und zufällig die Idee hattet und die spontane Idee hattet, einen, ja, ein Bowser-Profilbild einzurichten mit gelbem Hintergrund. Der Zufall wäre verdammt groß, sagen wir es so, ja. So, macht keine Faxen. Reißt euch zusammen. Und rastet aber bitte nicht so aus. Danke. Gut. Dann wäre das ja geklärt. Und eigentlich wollte ich heute auch noch ganz kurz über ein anderes Thema reden. Und zwar hier Nintendo Switch Präsentation, die am 17. Januar gekommen ist. Um 23 Uhr. Worauf ich ja hoffentlich reacted habe. Das heißt, hoffentlich. Darauf sollte ich reacted haben. Ja, und in dieser Präsentation, ich weiß nicht, was darin vorkommt, weil wir haben jetzt gerade den 17. Januar 14.41 Uhr und ich weiß noch nicht, was darin vorkommt. Ich habe ein paar Spekulationen, und zwar, dass es erstens darum gehen könnte, dass jetzt endlich Nintendo Switch Online vorgestellt wird.
inklusive Virtual Console oder sogar einzeln Virtual Console oder sie kündigen das neue Firmware-Update an, Version 5.0. Oder alles in Kombination, das kann auch sein. Also man weiß noch nicht, was sie sich da zurechtgelegt haben, aber es soll krass werden. Du mieses Schwein! Wo ist der Typ? Hey, was? Bart ist ertrunken, nein! Und hier ist ja, ich... Wer war das? Schießt da wer von weiter oben und... Ich glaube, ich werde gerade beobachtet. Na gut, aber... Jedenfalls, ich weiß noch nicht, was drin vorkommt. Ja, die nächste Möglichkeit wäre, dass sie irgendwie Amiibos ankündigen, aber das wäre der übertriebste Wack-Scheiß, weil die haben selber auf ihrer Website gesagt, dass der größte und interaktivste Gedöns, was es geben kann. Das werden keine Amiibos sein. Das wird dieses Update sein, mit welchem Nintendo dieses Switch Online-Server ankündigt. Hundertprozentig. Das kann nichts anderes sein, weil interaktiv stand da drauf. Das größte interaktive Erlebnis der Nintendo Switch oder sowas in der Art. Ich kann das jetzt nicht eins zu eins wörtlich zitieren, aber irgendwie so hieß das. Und das wird kein Amiibo sein. Das könnte wirklich dieses Nintendo Switch Online 2018 sein. Dieser bezahlbare Online-Dienst von Nintendo. Ja? Was anderes macht keinen Sinn. Und da es ja eine eigene Präsentation ist und keine Direct oder so, weil sich auch einige gefragt haben, Kai, das ist keine Direct. Ja, weil es eine eigene Präsentation ist. Für eben genau dieses Gedöns, was ich gerade eben besprochen habe. Und zwar halt Switch Online 2018. Und bam! Er trifft sich selber, lol. So! Komm her und lass dich schlachten! Aber wir werden ja um 23 Uhr selbst gesehen haben, worum es geht. Ich denke, es ist Nintendo Switch 2018 online. Das kann nichts anderes sein. So. Wenn es was anderes ist, dann ist es entweder das Firmware-Update. Fuck! Scheiße! Schnell heilen, lol. Und wenn es halt nicht das Online 2018 ist, dann ist es halt... Du miese Sau, du Schwein! Fuck, was mache ich denn jetzt? Ich muss zum Spawn. Komm ran, ich mach dich fertig! Du Sau! Oh mein Gott! Heilige Scheiße! Das ist meine Spitzhacke. Das ist meine und es wird auch immer meine gewesen sein! Ja. Also entweder es ist Nintendo Switch Online oder es ist
die Virtual Console oder es ist das Firmware-Update. Oder es kann auch direkt alles sein, weil wenn Nintendo das Switch Online ankündigt, dann werden sie auch gleichzeitig die Virtual Console mit einbinden, weil das, sie haben gesagt, das werden sie auch so machen. Also die, also nicht genau so, aber sie haben gesagt, sie werden die Virtual Console dann auch direkt mitbenutzen, wenn sie das angekündigt haben. Also das muss kommen. Die Virtual Console muss kommen. Es gibt keinen anderen Weg mehr. Virtual Console muss kommen, Switch Online muss kommen und infolgedessen muss das Update auch kommen, das Firmware-Update, weil sie können, glaube ich, nicht mit Version 4.0 das Ganze betreiben. Dass sie sagen, hey, wir haben euch jetzt hier natürlich Version Switch Online haben wir euch zur Verfügung gestellt. Viel Spaß damit. Da muss ja noch ein Update für kommen. Das kann ja nicht anders sein. Ja, wo ist der? Wo ist der Typ? Ich sehe ihn nicht! Aber ich glaube, da ich die meisten gekillt habe, sollte ich das Ganze auch gewinnen, lol. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Komm ran. Niemals, du Schwein! Ja, jetzt renn und hol dir deine dritten Zähne. Ha! So, guter Sieg zum Abschluss. Brudingos, ich würde sagen, das wäre es für heute, ja? Weil, ja, eine Runde geht noch. Danke. Ja. Switch Online oder Virtual Console oder Update oder alles in einem. Man weiß auch nicht, wie lange dieses Event gehen wird. Ne? Man weiß nichts davon, gar nichts. Es heißt nur, dass, ich muss es gleich mal zitieren, aber dafür muss ich erstmal sterben. Also bringt mich schon um! Tizian, Bruder! Cool! Cool! Da hat er mich gefokust, weil er gerade eben verloren hat, hä? Hm. Sau. Ja. Also laut Nintendo-Seite heißt es, passt auf, also ihr wisst es ja schon, also ihr wisst ja schon längst, was abgeht, so, nur ich weiß es nicht und ich spekuliere gerade rum. Cool. Willst du dich teamen? Gut, dann eben nicht. Ich glaube, der mag mich nicht. Der denkt sich bestimmt so, Random Kai, ich hasse ihn, denn der ist nicht cool. Ja. Warte mal kurz, jetzt hat Nintendo das irgendwie rausgelöscht. Warte mal. Da stand doch was von wegen... Warte. So, ich habe die Seite offen. Also, auf der offiziellen Seite steht drauf. 17.01. 13 Uhr. 23 Uhr. 13 Uhr, das wäre ja was. Entdecke ein brandneues, interaktives Nintendo Switch-Erlebnis für alle Kinder, auch die größeren unter uns. Also auch die größeren Kinder? Was wird das sein? Werden das Amiibos sein? Wenn das so ist, ich werde mich erhängen gehen. Das klingt doch schon... Brandneu und interaktiv. Das klingt doch schon nach Nintendo Switch Online. Das werden keine Amiibos sein, weil die nennt man nicht als brandneu. Das wäre doch Schwachsinn. Da würde sich Nintendo doch ins eigene Bein schießen. Das wäre doch dumm. Ja, komm her, du kleines Schwein, du Sau. Ein brandneues, interaktives Erlebnis. Kinder, da kann mir doch keiner erzählen, dass das Amiibos sein werden. Das muss zwangsläufig dieses Switch Online sein. Ich kann mir nichts anderes darunter vorstellen. Also, alles andere als Nintendo Switch Online würde mich enttäuschen. Ne? Oder alles andere als Nintendo Switch Online. Oder... Firmware-Update der Switch oder
Virtual Console. Alles andere würde mich richtig enttäuschen, weil... Jungs, so, ich habe irgendwie gelesen gehabt, auf so einer News-Seite, so richtig schön dumm, weißt du, als... Und ich werde als YouTuber beschimpft, der keine Ahnung hat, weil er kein Journalist ist, weil er kein Spielejournalist ist. Aber es liegt doch auf der Hand, weißt du? Ja. Passt auf. Es kann natürlich auch sein, dass es etwas... Es muss ja was Switch-mäßiges sein. Ich dachte, ich habe jetzt gerade eben noch irgendwie im Kopf gehabt, okay, das könnte natürlich sein, dass sie da auch irgendwie den Nintendo Themenpark ankündigen, der ja in Japan rauskommen soll, ne? Und ich habe irgendwo gelesen gehabt... Ich habe irgendwo gelesen gehabt, dass Nintendo wohl wahrscheinlich Amiibos ankündigen wird oder so eine kleine Scheiße. Niemals, Mann. Niemals. So, die würden sich auch zum Gespött machen. Die wird auch keiner mehr ernst nehmen. Ja, aber ich tappe doch im Dunkeln, ihr wisst es schon längst. Ich würde auch sagen, Bodingos, dann wären wir jetzt erstmal natürlich raus. Ich glaube, die Jungs brauchen noch ein bisschen länger, bis die hier gewinnen. Deswegen, ich sag einfach mal wie bei der Mini-Playback-Show, alle haben gewonnen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao.